Ja, das ist kein Clickbait. Ich hatte jetzt so den ersten Vorfall hier in der Werkstatt, der mich eine Woche gekostet hat. Das bedeutet, ich konnte eine Woche gar nichts hier in der Werkstatt machen. Und im Endeffekt hat es mich am Schluss 4 Wochen gekostet. Warum, werde ich dir am Schluss vom Video erzählen. Jetzt werden wir erstmal weiter am Sägewerk arbeiten, denn das hier ist die Reihe, in der ich dir zeige, wie ich mir oder wie auch du dir dann vielleicht ein Sägewerk selbst bauen kannst. Heute bauen wir das Gatter, was dann auf diesem Bettgestell läuft. Das ist zum einen halt eben dieser große Rahmen, dann die Höhenverstellung, die Reifenmontage. Darum geht es heute so ein bisschen. Also viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht halt eben beim Nachbauen. Bei diesem schiebbaren Teil habe ich relativ starkes Material verwendet. Die Wandung war relativ dick. Das habe ich alles wieder meiner Kaltkreissäge zugeschnitten und auch habe ich hier relativ massive Winkel zugeschnitten. Das sind dann die Winkel, an denen die Räder festgeschraubt werden und die haben einfach einen sehr großen Querschnitt, eine hohe Materialdicke und sollten sich dafür gut eignen. Vorweg, ich würde euch, glaube ich, eher empfehlen, Rechteckprofile für oben diesen Rahmen zu benutzen, weil ihr da einfach so ein bisschen mehr Verbindungssteifheit habt und weniger Querstreben reinbraten müsst. Ich habe grundsätzlich immer so ein bisschen darauf geachtet, dass ich einzelne Rahmen auf meinem Schweißtisch herstelle. Da konnte ich das einfach schön niederspannen, schön schauen, dass alles rechtwinklig ist und habe dann immer so die weiteren Teile dran geschweißt und habe hier ganz, ganz viel gemessen, damit ich mich auch hier so wenig wie möglich verschweiße oder halt das Ganze sich so wenig wie möglich verzieht. Ihr könnt ja auch schon so ein bisschen sehen, dass das Teil für meine Metallwerkstatt schon fast zu groß ist. Ich konnte es gar nicht richtig auf den Tisch drauf bekommen oder die Deckenhöhe war auch dann schon zu niedrig, weil das Teil zu hoch war. Auf jeden Fall wollte ich es mir nicht nehmen lassen, dieses Gestell erstmal auf diese Winkel draufzustellen, damit ich mal so ein Ausmaß bekomme und sehe, wie das Teil sich auf dieser Laufbahn verhält, wie das erstmal aussieht. Ihr seht auch hier unten so ein bisschen die Rollen. Wie gesagt, in dem Bauplan, den es dann irgendwann geben wird, findet ihr auch eine Materialliste. Ich musste unglaublich viel Zeug bestellen und musste unglaublich viel schauen, was ich da überhaupt bestelle. Deswegen wird es da dann irgendwann so eine Liste geben, wo dann alles drin verlinkt ist. Am Anfang habe ich hier noch gut drauf geachtet. Ich habe viel erst gepunktet, habe es ausgerichtet, habe überprüft, ob es funktioniert und habe es dann erst durchgeschweißt. Später habe ich da einen kleinen Fehler gemacht, denn ich war so schweißgeil, dass ich dann direkt die Naht komplett durchgeschweißt habe. Dazu aber gleich mehr. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, immer als erstes mal alles anpunkten, überprüfen, ob es passt und dann erst komplett durchschweißen. Natürlich muss man irgendwie sicherstellen, dass das Sägewerk gut hoch und runter fährt. Es darf nicht viel Spiel haben. Weil wenn es Spiel hat, dann haben wir immer ein Problem mit dem Bandtracking. Müsst euch vorstellen, wenn sich das Sägewerk in dieser Führung so leicht bewegt, dann stimmt ja die Führung nicht mehr. Das Band zeigt nach unten und ihr schneidet einfach nicht gut. Deswegen ist die Höhenverstellung schon super, super wichtig. Ich weiß nicht genau oder ich weiß noch nicht genau, ob meine Höhenverstellung jetzt so das Ultimative ist. Ich glaube es eher nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr, sehr praktisch und eigentlich sehr, sehr einfach nachzubauen. Aber da werde ich erst schauen, ob das Ganze gut funktioniert. Auf jeden Fall ist meine Höhenverstellung quasi wie so eine Schwalbenschwanzführung aufgebaut. Eine Führung grundsätzlich in allen Richtungen und dann halt später mit Schrauben, die dann ein Plättchen auf den Träger drücken, damit man das so ein bisschen feinjustieren kann. Deswegen seht ihr hier einige Muttern, die ich aufgeschweißt habe, einige Löcher, die ich gebohrt habe und einige Schrauben, die jetzt einfach mal so lose drin sind. Die sind dann später für die Feinjustage, um das Ganze genau an den senkrechten Träger anzupassen. Diese Führung habe ich extra so gemacht, dass ich sie zu Beginn erstmal nur verschraube. Ich verschraube nämlich vorne diesen horizontalen Arm, der quasi so die Spannkraft von dem Band aushalten muss. Das verschraube ich erstmal, weil ich mir halt die Möglichkeit offen halten möchte, alles abzubauen und es halt auf den Schweißtisch zu legen, um etwas halt genau fest dran schweißen zu können. Deswegen wird es am Anfang noch geschraubt. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind natürlich, dass man es besser wieder demontieren kann oder man kann es überhaupt demontieren, weil mit meinem Aufbau hätte man das sonst nicht tun können. Und man kann es halt eben so besser teilweise bearbeiten. Auf jeden Fall wollte ich es mir nicht nehmen lassen, dieses höhenverstellbare Teil einmal so ein bisschen in Action zu sehen. Deswegen habe ich mal probehalber das Ganze mit meinem Hallenkran hochgehoben. Es hat nicht so gut funktioniert, aber es hat irgendwie funktioniert und das hat mir in dem Moment eigentlich schon gereicht. Der Benzinmotor von meinem Sägewerk ist angekommen. Ich habe mich für den Benzinmotor entschieden, weil ich halt auch im Wald schneiden möchte. Deswegen ist das Sägewerk ja auch mobil, deswegen kein Elektromotor. Die meisten Sägewerke, habe ich so gesehen, die haben so von 6 bis 9 kW in etwa. Aber auch die größeren Sägewerke haben oft weniger als 9 kW. Deswegen sollte hier dieser 13 PS, das sind etwa 9,5 kW Benzinmotor auf jeden Fall ausreichen. Der wiegt um die 30 Kilo und dafür werden wir jetzt gleich ein Gestell bauen, damit der auch oben auf dem tragenden Arm montiert werden kann. Der Motor steht mal solide. Jetzt muss ich mal ganz, ganz lange grübeln, ob das hier alles so funktioniert und da nehme ich euch jetzt mit.
ab so einem gewissen Punkt habe ich auch jetzt bei solchen sehr, sehr großen Projekten schon gemerkt, dass die Konzentration echt nachlässt. Und wenn ich speziell den ganzen Tag nur noch in der Werkstatt bin, dann fange ich wirklich an, Fehler zu machen. Also so eine kleine Pause zwischen den großen Steps, Schritten, ist, was ich meine, tut tatsächlich manchmal ganz gut. Und ich habe noch nie so oft wie bei diesem Projekt gemerkt, wenn ich eine Nacht über ein Problem schlafe, ist es am nächsten Tag eigentlich gar kein Problem mehr, sondern einfach nur noch ein bisschen Zeitaufwand zu lösen. Ihr könnt mich offiziell Mr. Knauber nennen, denn gerade an solchen Punkten habe ich dann irgendwie so ein bisschen rumgepfuscht. Ich habe es dann am Schluss halt komplett wieder weggemacht und halt dann auch komplett wieder neu gemacht. Zu den Drehteilen. Die Welle hätte theoretisch von der Länge her auf meine Drehbank gepasst, aber ihr seht ja auch hier schon, dass es einfach von der Stabilität her nicht funktioniert hat. Das bedeutet, die Drehbank hat sich losgerückelt, der Reitstock ist eh nicht so gut gebaut und das ist alles nicht mehr so hundertprozentig, weswegen ich die Welle nicht auf meiner Drehbank gedreht habe. Ich durfte freundlicherweise beim Kollegen das Ganze tun, da durfte ich dann seine Drehbank benutzen und konnte dann halt eben dort alles passend runterdrehen. Ich benutze solche Flange von einem Anhänger. Das sind Reifen, die sind später 40 cm im Durchmesser groß und da musste ich den Innendurchmesser herausfinden. Das Problem war, ich konnte nicht einfach messen, da war eine Verzahnung innen drin, weswegen ich mir hier ein kleines Holzteil angefertigt habe und da konnte ich dann den Durchmesser ganz, ganz wirklich zehntelgenau andrechseln und habe dann überprüft, okay, bei welchem Durchmesser passt dieser Flansch genau hier drauf. Also ich sage es immer ganz gerne, eine Drechselbank ist nicht nur gut, um irgendwie eine Holzschale zu drechseln, es ist auch manchmal ganz gut, um technische Bauteile tatsächlich so ein bisschen herzustellen. Ich bin auch tatsächlich mit dem Maß zu meinem Kollegen gegangen und dann haben wir es, glaube ich, einen halben Zehntel größer gemacht, damit es ein bisschen mehr Pressung hat, wenn wir es raufschieben. Also es hat sehr gut funktioniert mit diesem Stück Weide. Ich habe diesen Flansch dann an der Drehbank angeschweißt. Das habe ich einmal nur getan, um die Rundlaufgenauigkeit zu überprüfen. Das bedeutet, ich habe an beiden Seiten einen Punkt gemacht und geschaut, ob es noch rund läuft. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, weil ich sowas halt auch noch nie getan habe. Das hat gut funktioniert und deswegen bin ich glücklich, dass ich das nicht alles nochmal machen musste. Zum Spannelement habe ich leider nicht so viele Aufnahmen gemacht, weil ich halt eben nicht mehr so richtig bei der Sache dabei war und das hier sehr oft abändern musste und sehr viele Fehler gemacht habe und das ganze Gefluche wollte ich nicht im Video drin haben. Deswegen für die Leute, die das ernsthaft nachbauen möchten, bei diesem Bauplan wird es dann ein Video genau zu diesem Spannelement auch geben. Aber für die Leute, die es jetzt mit diesen Videos hier nachbauen möchten, schaut euch das Video ja an. Hier kann man eigentlich ganz gut erkennen, was für was da ist. Jetzt kommen wir langsam zur Höhenverstellung. Die Höhenverstellung funktioniert im Prinzip über eine Welle, wo zwei Stahlseile drüber laufen. Das sind 5 Tonnen Stahlseile, also definitiv stabil genug. Und die ziehen dann das Sägewerk hoch. Beachtet auf jeden Fall, dass da extrem viel Gewicht an diesen Seilen hängt. Ihr habt nicht nur den Motor, der ungefähr 30 Kilo wiegt, ihr habt das ganze Metall, ihr habt am Schluss noch Gehäuseteile, die dann das Blatt schützen oder euch vor dem Blatt. Ihr habt ganz, ganz viel Gewicht und ihr habt noch erschwerend die Reibung, die das Ganze noch schwerer macht. Aus dem Grund muss auch der Antrieb für oben diese Stahlwelle echt massiv gebaut sein und das habe ich halt hier noch falsch gemacht, weil ich habe diese Kräfte wirklich, wirklich unterschätzt. So viel zum Bau, jetzt kommt der Vergangenheits-Philipp und wird euch noch ein bisschen was zu dem ganzen Gebauten erzählen. Ich werde jetzt dieses doofe Teil zeigen, wie es jetzt derzeit aussieht und was das Problem ist. Und gleich werde ich dir, wie gesagt, noch sagen, was halt eben passiert ist. Und eigentlich fehlt gar nicht mehr so viel für den ersten Schnitt. Ihr seht, das Sägewerk läuft schön. Aber die Höhenverstellung ist natürlich entscheidend, dass man mal den ersten Schnitt überhaupt richtig machen kann. Hier seht ihr einmal das Rohr bzw. die Stehlager. Darüber kann man mit einem Stahlseil das komplette Sägeaggregat hochheben. Hier sehen wir die Führung. Die ist noch nicht so hundertprozentig, muss ich auch noch ein bisschen verbessern. Und hier ist das Stahlseil und das hebt halt quasi einfach das komplette Teil hoch. Dieses Schneckengetriebe hier hat eine Übersetzung von 15 zu 1. Das bedeutet 15 mal drehen ergibt eine Umdrehung hier auf der Abtriebsachse. Da habe ich mal gedacht, so komm, das Gestell vorne, das wird wahrscheinlich nicht so schwer werden. Deswegen mache ich hier ein großes Ritzel drauf und oben ein kleines, damit ich nicht so oft drehen muss. Und das war so ein bisschen der Fehler. Ich habe wirklich unterschätzt, wie viel Gewicht hier drauf kommt oder wie viel Belastung hier drauf kommt. Denn schaut euch das jetzt mal an. Ich lasse das Ganze mal ein Stück runter. Das bedeutet, ich... So, jetzt ist das Ganze entspannt. Jetzt ist es relativ gleich, die Spannung hier. Und sobald ich hier das Ganze ein Stück hochdrehe, dann lenkt sich hier diese Fahrradkette, mehr ist es nämlich auch nicht, das ist eine Fahrradkette, die lenkt sich extrem. Dadurch, dass sich diese Kette hier so extrem lenkt, haben wir halt eben das Problem, dass es möglich ist, dass die Kette vom Ritzel runterspringt.
Das war tatsächlich so ein bisschen der Unfall, von dem ich am Anfang vom Video schon gesprochen habe. Ich habe zum Testen einfach mal ganz viele Gewichte auf das Gatter draufgelegt, um zu schauen, ob das funktioniert. Die Höhenverstellung hat auch gut funktioniert, nur halt eben nicht konstant. Das bedeutet, ich habe das Ding hochgedreht, habe es ein bisschen schneller abgelassen, dann ist die Kette runtergesprungen und dieses komplette Teil mit 50 Kilo Gewicht ist runtergeknallt und dann ist auch das komplette Teil hier von der Laufbahn runtergesprungen. Das war echt nicht ohne. Nachdem das Sägewerk runtergefallen ist und es einen Höllenlärm gab und alles am Gewicht von dem Sägewerk runtergeplumpst ist, habe ich halt eben versucht, das Ding hier hinten hochzuheben. Ich habe es hochgehoben, aber dabei habe ich nicht einmal das komplette Teil hochgehoben, sondern nur hinten den Spannmechanismus und der ist gar nicht mal so schwer gewesen. Dann ist es passiert, ich habe einen Heckschuss bekommen. Bäm, das ist wie als wenn euch einer mit einer Dachlatte oder mit einem Hammer ins untere Kreuz reinschlägt. Es hat so ungefähr eine Woche gedauert, bis ich wieder mich normal bewegen konnte, bis ich auch wieder runtergekommen bin, um das Schweißgerät wieder auszumachen nach dem Motto. Also es war echt übel. Hätte ich nicht gedacht. Und aus dem Grund habe ich halt eben so, was schwere Arbeiten angeht, das heißt diese ganzen Metallarbeiten, habe ich dann erstmal für die Woche ruhen lassen und habe dann anschließend erstmal ein paar Tage später die Werkstatt ganz gut aufgeräumt und habe dann ein paar Holzprojekte umgesetzt. Warum ist das passiert? Ich habe so eine Vermutung. Als ich das Bettgestell gebaut habe, das hat ja so in etwa 10 Tage gedauert, hat dieses komplette Teil die ganze Zeit auf dem Boden gelegen und wenn ich dann was geschweißt habe, was relativ viel war, musste ich mich immer nach vorne überbeugen. Und das habe ich natürlich, also das habe ich nicht im Knien gemacht, sondern halt immer in dieser gebeugten Haltung. Und ich gehe mal davon aus, weil ich das vielleicht nicht gewohnt war und das dann 10 Tage, 7-8 Stunden am Tag gemacht habe, dass das vielleicht nicht so super gut war. Deswegen so ein kleiner Hinweis, wenn ihr auch irgendwie sowas baut, schaut, dass das ein bisschen höher liegt und dann nicht die ganze Zeit vorne übergebeugt was brutzeln müsst. Das ist ein bisschen geiler. Das war auch schon der zweite Teil von meinem Sägewerkprojekt. Auf dieser Seite findest du jetzt noch 2 weitere Videos von mir. Relativ viel mit Holz, würde ich mal sagen. Und da ist auch schon was für dich dabei. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.